So. Und jetzt gehe ich einfach rein und bin dreist. Bestimmt greifen die Spinner mich gleich an. Und alles ist schön, wie ich gesagt habe. Hallo, kannst du bitte das scheiß Ding ziehen? Hallo? Ah. Tschüss. Ah, ich glaube, es hat wenig Sinn. Oh, Mensch, cool. With your diet, your fast hope for... Alter, sie regt mich auf wie sonst was. Ich glaube, ich hätte da vielleicht doch nicht reingehen sollen und ja. In the afterworld. So. Und jetzt kommt mein Speicher zum Einsatz. Mein so wundertolles Speicher hat mich mal wieder vom Ruin gerettet. So. Ich werde es wohl wahrscheinlich lassen, da reinzugehen. Kann die sich niemand Thron leisten? Warum guckt sie mich eigentlich immer an? Was habe ich ihr getan, dass sie mich die ganze Zeit anguckt? Hallo? Guck einfach weg. Alle gucken mich an. Das macht mich ja paranoid. Gucken, ob ich hier rein kann. Ach Mensch. Ja, was immer ich jetzt machen soll. Ja, das ist natürlich jetzt super. Das ist allersuperst. Ich renne jetzt hier einfach in der Stadt rum. Was wir hier alles schon für Biester gesehen haben, werde ich mal rausschließen, dass bestimmt durch irgendwelche fetten Dinosaurier mit irgendwelchen fetten Schilden und Streitäxten ankommen. Ja, man kann hier auf alles gefasst sein. Hallo Kaktus, komm her. Schieß doch. Schießt denn der nicht? Ah, stimmt. Jetzt fällt mir ein, ich muss es mit der rechten Maustaste machen. Ich bin auch echt behindert, ey. Ich bin echt sowas von... Naja. So gut, dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwo ein Tor rausfinde. Damit wir jetzt generell einfach mal irgendwas machen. Und ja. So. Oh, hier geht's, dann muss ich dann irgendwie hier weiter. Mensch, ich treibe mich ja echt nur in der Stadt rum. Hier kann man vielleicht... Oh, das ist dann einigermaßen falsch gewesen. Ach gut, hier sieht's nett aus. Hallo, will mich mal töten? Die spawnen bestimmt noch dreckiger als bei... weiß ich was. Wie Polizisten bei GTA 4, was weiß ich. Oder bei San Andreas. Oh, schon Weg. Sehr schön. Ich erkunde einfach mal alles. Das ist immer wichtig. Gut, das haben wir hier. Also das lasse ich mal noch. Das sieht spannend aus, das lasse ich mal noch. Das hebe ich mir auf für später. Falls wir wirklich alles erkundet haben und dann gar nichts mehr sehen. Ne? Bestimmt von der Welt. Weil ich hiervon bestimmt so schnell alles erkunden werde. So, gut. Was soll das jetzt hier? Fällt gerade ein, als mein Bogen kaputt war. War er vielleicht nicht kaputt? Ja, oder einfach, vielleicht waren auch einfach die Pfeile alle. Das kann natürlich gleichgesetzt werden mit Bogen ist kaputt. Ist ja natürlich klar. So, jetzt folge ich einfach mal ein bisschen im Weg. Guck einfach mal und hoffe einfach mal, dass wir irgendwo hinkommen. Hallo? Hallo? Ich will doch nur irgendwie... Oh, was haben wir denn hier? Kann man das pflücken? Pflücken! So dramatisch. So, gehen wir gleich hier über die Brücke rüber. Wahrscheinlich gehe ich gerade hier lang, wo ich schon wieder schon war. Ja, wer hätte es gedacht? Ich gehe jetzt nicht ins Wasser. Hallo? Ist hier jemand? Kann ich hier rein? Ach, natürlich nicht. Wieso denn auch? Oh, wo sind wir denn hier? Sind wir hier gelandet? Ach, scheiße. Wo bin ich denn hier? Komm, wenigstens mal Viecher, ey. Kriege ich vielleicht sowas ähnliches wie Erfahrungspunkte? Oder kann ich meinen Skill increasen und dann pennen gehen?
Weiß nicht, wie ist denn das hier in dem Spiel? Ich musste gar nicht schlafen gehen bisher. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Falls jetzt jemand gerade den Kommentar Geist in sich erregt fühlte. Kann ich irgendwie. Ja, ich kann natürlich durch die Mauern durchrennen. Na gut, ich sag nichts weiter dazu. Ist ja süß. Süßer Einfall. Alles war ein bisschen doof. Weiß nicht, kann man springen? Ich glaube schon. Hey, man kann springen. Dann lasse ich es jetzt wenigstens so aussehen, als wenn ich rüberspringe. Und mach weiter lustige Sachen. So, was haben wir denn hier noch? Ich dachte gerade, das sind diese riesigen komischen Käferviecher, die es auch in Morrowind gibt. Aber das wäre ein bisschen geistlos, irgendwo in Hammerfell. Oh, ich will jetzt mal die Wassermusik hören. Die Musik ist echt auch gar nicht schlecht. Also wenn man die mal mit dem Orchester ordentlich spielt, dann hat die bestimmt auch extrem viel Stil. Hat sie so auch, aber das wäre echt mal was für den nächsten Elder Scrolls Teil. Übrigens nicht komponiert von Jeremy Soule, sondern von Eric Eberling oder irgendwie sowas komisches. Habe ich jetzt verpeilt den Namen. Aber irgendwie Eric. Wenn ich mich nicht irre, hoffe ich. Auf jeden Fall nicht von Jeremy Soule. Das kann ich mit Gewissheit sagen. Der hat, glaube ich, erst ab Morrowind mitgemacht. Bei der Musik. So. Spaß ja jetzt gar nicht. Können wir mal woanders hin? Können wir mal hier die Weltkarte öffnen? Gucken einfach mal, wo wir jetzt genau uns gerade befinden. Ja, Mensch, geil. Ja, dann. Sentinel? Ist das wahr? Gibt es nicht irgendwo in Skyrim ein Buch, das heißt irgendwie bla über Sentinel? Himmel über Sentinel? Irgendwie sowas? Wenn ich mich nicht irre? You have arrived in the city state of Sentinel in Hammerfell Province. So, den Rest muss ich für euch nicht mehr lesen, weil ihr euch dann einem im super tollen Englisch erfreuen könnt. Was mache ich denn jetzt hier gerade? Oh, die Musik ist geil. Ich bleibe jetzt einfach mal hier draußen, damit ich die Musik hören kann. Rennt doch nicht alle weg! Oh, sowas wäre jetzt definitiv hochwertig. Da kann man echt was draus machen, die Musik. So, ich gucke einfach mal hier ein bisschen weiter. Hier ist wenigstens hell. Gleich gehen wir nochmal in die Stadt. Mensch, habe ich jetzt wenigstens mal in einer anderen. Warum auch immer irgendwo in Hammerfels auf einmal Schnee liegt. Aber ich gucke mich jetzt hier einfach mal ein bisschen weiter um. Wie ihr wahrscheinlich seht, aber ich kommentiere es einfach mal, damit ich irgendwas zu reden habe. So. Wie ihr seht, kann man auch durch die Bäume nicht durchgehen. Moment mal. Doch, kann man doch. Man wird aber ein wenig zur Seite gedrängt oder die Bäume weichen aus. Das ist natürlich in einem Fantasy-Spiel ganz ausgezeichnet ausgeklügelt, dass die Bäume immer ausweichen. Das sind halt lebende Bäume. Sag mal, ich glaube, mein Humor geht nicht weiter runter. So, ich glaube, niveauloser geht's gar nicht. Aber ich finde ehrlich gesagt wirklich, das ist wirklich, so jetzt zum 576. Mal, dass es wirklich ein ziemlich schönes Spiel ist. Für die Zeit, ehrlich. Kann ich hier irgendwie einen Dragon Shout lernen oder sowas? Nee, sieht nicht so aus. Kann ich hier irgendwie was machen mit? Das sieht so schön heilig aus. Kann man da vielleicht irgendwas rauspulen, so einen Diamanten rauspulen und dann irgendwie durch daraus eine fette Axt bauen? Mensch, ich habe wieder zu viel Minecraft gespielt. Menschenskinder! Also hier kann man halt noch nicht so mit der Welt so extrem interagieren, wie man sieht. Moment, was haben wir denn hier? Ist das die Stadt, wo wir gerade drin waren? Dann würde es mich freuen, weil dann komme ich in die Stadt rein, weil jetzt habe ich die Musik ja gehört. Das dürfte die Stadt sein, wenn ich mich irre. So. Ja, das ist er. Ja, das ist die Musik ja auch. Er kann ja mit euch reden. Kinder, bleibt stehen! Ich sag mal, darf ich den nicht so hochstellen, die scheiß Frame-Rate?